Die Keynote ist von Andreas Steinmann. Herr Steinmann ist aus der Schweiz. Er ist Dozent auf der BVS Business School und auch der HSO Wirtschafts- und Informatikschule. Er ist Experte für digitale Transformation und er hält einen Vortrag zum Thema Plattformen und digitale Ökosysteme zur Kundengewinnung. Herr Steinmann, bitteschön. Herr Schönfeld, vielen Dank für die Vorstellung. Ich werde jetzt gerade versuchen, zu Beginn meinen Bildschirm zu teilen. Es funktioniert noch nicht. Werde es gerade noch einmal versuchen. Der Host sollte meine Freigabe aktivieren, bitte. Damit das auch. Ja, jetzt könnte das besser funktionieren. So, gut. Vielen Dank. Funktioniert, oder? Sie sehen meinen Bildschirm jetzt. Ja, Alles gut. wunderbar, wunderbar. Super, vielen Dank. Ja, guten Morgen und vielen Dank, dass ich hier etwas dazu beitragen darf. Ich darf heute etwas zum Thema Plattformen und digitale Ökosysteme zur Kundengewinnung natürlich in Anbetracht des heutigen Tages erzählen. Ich möchte zuerst kurz darauf eingehen, wie der Inhalt so aussieht in der nächsten halben Stunde. Werde mich ganz kurz vorstellen, damit Sie auch wissen, wie es dazu kommt, dass ich heute hier stehe und warum ich das erzähle. Einen kurzen Input zur Bedeutung der Digitalisierung. Ich weiß, Sie hören es immer wieder, aber es ist jetzt halt hier vielleicht ein bisschen noch aus der technischeren Seite oder so. Schulischen Seite meine ich. Mal schauen, ob das noch einen Mehrwert bringen kann. Ich möchte auf die Auswirkungen auf Branchen eingehen und vor allem auch erklären, was sind denn diese digitalen Plattformen oder Ökosysteme überhaupt, von denen ja jeder spricht, von dem ja das was ja so wahnsinnig wichtig sein soll, oder? Erzähle auch nachher ein paar Worte über die Netzwerkeffekte. Und am Schluss bringen wir das noch ein bisschen in einen Kontext, ja, Interim Manager, Plattformtechnologie, was heißt das jetzt für Ihre Branche etc. Ich wurde gebeten im Vorfeld hier darauf zu achten, dass es keine Mondlandung gibt. Also das bedeutet eher zweckmäßig da Input rüberzubringen und nicht irgendwelche Theorie und Sie da eine halbe Stunde langweilen. Eine halbe Stunde deshalb, weil wir haben ja 40 Minuten eingeplant für diesen Keynote. Sie haben die Chat-Funktion, die jederzeit aufgeschaltet und frei ist, um Fragen oder Inputs einzuwerfen. Das dürfen Sie während dieser Zeit schon machen, während ich spreche, einfach reinschreiben. Unter Umständen gelingt es mir, direkt auf etwas Stellung zu nehmen. Ansonsten dann nach dieser halben Stunde, damit wir noch 10 Minuten Zeit haben, in diesem Rahmen das zu diskutieren. Gut, zuerst die zwei, drei Worte zu mir. Ich habe auf der einen Seite einen schulischen Background. Ich unterrichte sehr viel an diversen Schulen. Auf der anderen Seite als Ergänzung immer sehr wichtig, auch in der Praxis einen Fuß. Bin seit einigen Jahren selbstständig in der Beratungsbranche. Genau wie in der Schule habe ich dort angefangen, aufgrund meiner Ausbildung, den Bachelor in General Management, habe ich da die klassischen Wirtschaftstheorien vermittelt und habe mich im Accounting stark eingebracht, sowohl unterrichtstätig als auch im Privaten. Danach habe ich gemerkt, wie die Umwelt sich verändert und wie sie vor allem auch, wie sie natürlich auch sehen können, man muss sich anpassen. Dann habe ich beim NSH Bildungszentrum mitgeholfen, eine digitale Akademie aufzubauen, weil Kurse zu entwickeln ist genau auch etwas, was am Anfang zuerst mal geschaffen werden muss. Schlussendlich, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin mittlerweile für Wirtschaftsinformatiker, HF, da am
diese Fächer mit digitaler Plattformentwicklung und Geschäftsmodellentwicklung am Unterrichten und beratet Unternehmen auch eher in dieser Art und Weise als traditionell in der Buchführung wie früher. Na gut, diese digitale Welt, diese Digitalisierung, was bedeutet das für uns? Wie ist das eine große Sache oder nicht? Ja, ist es, oder? Weil die digitale Welt erfasst alles Mögliche. Sie sammelt Daten, da ist alles gespeichert, es wird alles beobachtet. Was wir denken, was wir fühlen, wo wir sind, was wir sehen und so weiter und so fort. Da ist ein sehr großes Volumen an Daten da, was eigentlich auch wieder vielen zugänglich ist. Der richtige Punkt ist hier, ich finde das Bild gut, es geht zwar hier nicht um jede Branche, aber oder um alle Themen, sondern jetzt, das hier ist von Bosch, da geht es um einen Chip, und zwar geht es um die Konnektivität zwischen der physischen Welt und der digitalen Welt. Weil die muss ja irgendwo stattfinden. Also wie komme ich jetzt in diese digitale Welt? Ja, wenn Sie es jetzt im Zusammenhang von Bosch da anschauen, dann können die sagen, ja, wir machen einen Chip in ihren Kühlschrank und dann kann der uns dann sagen oder dann kann der eben dem Lieferanten sagen, was der Ihnen liefern soll und so funktioniert dann alles automatisch. Aber Sie sind ja ein Mensch und Sie haben ja noch keinen Chip implantiert und Sie müssen ja jetzt Ihre Anliegen oder Ihre Tätigkeiten oder Ihre Wünsche irgendwie ins Netz kriegen. Und dort liegt ein bisschen der Punkt. Wenn man das nicht gewohnt ist, ist es natürlich schwierig. Wie gehe ich jetzt da rein? Oder? Dazu, das war früher schwierig. Da hatte noch nicht jeder einen PC, nicht jeder war so gut darin, nicht jeder hatte guten Zugang zum Internet. Heute ist es ein bisschen einfacher. Wir werden alle stärker, weil wir müssen. Oder? Hier das typisch oder ein super Beispiel auch noch. Zeitungen, kaum noch sind Printmedien überlebensfähig, wenn sie nicht auch die digitale Version anbieten. Wieso sollten sie es denn sein als Arbeitnehmer oder als Unternehmer, wenn auch die Zeitung das nicht kann? Übrigens, auch bei der Zeitung, da funktioniert schon vieles plattformartig, und zwar, weil auch dort natürlich viele Inputs der User eingegeben werden können auf der digitalen Version der jeweiligen Medien. Können wir sagen, wichtiges Thema, naja, da wo ich zu Hause bin, in meiner Branche, ist das nicht unbedingt so. Da kann man gar nicht so viel digitalisieren. Weil, weißt du, da braucht man Emotionen, da braucht es den Mensch, das ist ja gar nicht digitalisierbar. Und da ist man sich aber so in der Wirtschaftswissenschaft so ziemlich einig, oder? Das spielt keine Rolle, in welcher Branche Sie sind. Der einzige Unterschied zwischen den Branchen ist, da alle Branchen gemeinsam haben, dass die digitale Transformation kommt, aber die Geschwindigkeit und die Auswirkung ist unterschiedlich von Branche zu Branche. Es kann sein, dass es noch eine Weile dauert, die Lunte lang ist. Oder es kann sein, dass es sehr schnell passiert. Es kann sein, dass es einen riesen Knall gibt und alles über den Haufen geworfen wird, dass es die Branche gar nicht mehr gibt oder kaum mehr zu erkennen ist. Oder dass einfach die Branche effizienter ist oder anders. Was aber breit vertreten wird, ist, dass eine Änderung stattfinden wird, auch bei Ihnen. Gut. Wichtig, diese Veränderung antizipieren und nicht verschlafen. Ich habe hier so drei von den drei berühmten Beispiele. Kodak wird sich nie durchsetzen, die digitale Fotografie. Nokia, Tastentelefone, sackstark Marktführer, auch wie Kodak. Zug verpasst mit den Smartphones. Desaster. Auch der Quellenkatalog, zu langsam, zu schwach, war das Imperium,
wenn sie diesen Moment verpassen, und der Moment ist nicht dann, wenn es alle anderen schon gemacht haben. Der Moment ist eigentlich vorher, dann gehören sie zu den großen Gewinnern, mindestens aber mit der Menge. Immer wieder branchenabhängig. Jedoch können Sie nicht sagen, ja, bei meiner Branche passiert ja noch gar nichts, ich muss noch nichts machen, sondern den Radar aufmachen ist hier sehr, sehr wichtig und auch nicht wie in der verstaubten Betriebsökonomie-Theorie ein alle Jahre oder in Quartalen gedacht. Das müssen Sie sehr, sehr regelmäßig machen. Manchmal auch wöchentlich oder monatlich, je nachdem. Wir sehen es jetzt ja in der Krise, diese Änderungen, die vorgegeben werden auf Bundesebene jetzt bei uns oder auch eben der Takt der Innovationen, er ist so stark, so schnell. Verpassen ist hier sehr, sehr schmerzhaft und kann sehr zu hohen Verlusten führen. Jetzt hört man immer, ja, Digitalisierung und so aus der Theorie wollte ich hier gerne ein paar digitale Geschäftsmodelle vorstellen und einfach kurz ansprechen, um zu zeigen, ja, es gibt eben verschiedene Art und Weise von Digitalisierung. Digitalisierung bedeutet viele verschiedene Chancen. Zum Beispiel der E-Commerce, das ist der normale Handel, und dann eben die Plattformen. Was ist hier der Unterschied? Wir werden heute natürlich noch stärker darauf eingehen, aber Plattformen produzieren halt einfach nicht. Oder grundsätzlich mal, oder nicht hauptsächlich. Sie können auch Ihr Angebot einfach digitalisieren, digital anbieten und das Ganze irgendwie vermarkten. Wir haben die Möglichkeit, Sie kennen das alle, ärgerlich, Sie laden eine neue App runter, die ist gratis. Und dann, wenn Sie irgendeine Funktion ausprobieren wollen, dann müssten Sie da plötzlich wieder bezahlen. So funktioniert halt auch funktionieren Geschäftsmodelle in der Digitalisierung. Oder ich weiß von Anfang an, was ich habe. Ich im Subscription-Modell bezahle. Das App ist am Anfang halt nicht gratis. Ich bezahle. Dafür kann ich nachher die Funktionen nutzen. Oder ein weiteres Modell, was Ihnen auch bekannt sein dürfte, Pay-per-Use, ist natürlich sehr einfach. Was ich brauche, bezahle ich. Also jedes Mal, wenn ich etwas benutze, wenn ich eine Transaktion tätige, bezahle. Auch das transparent hat seine Berechtigung. Es sind nicht das eine das Richtige, das andere das Falsche. Jeder muss für sich herausfinden, als Unternehmer, was er anbieten möchte und als Kunde auch, wie er konsumieren möchte. Es ist für jede Seite der Wirtschaft eine Herausforderung oder eine Erneuerung, diese digitalisierten Geschäftsmodelle. Weil man muss sich ja zuerst zurechtfinden. Modelle werden neu entwickelt und auch Sie als Konsumenten müssen sich damit irgendwie zurechtfinden. Schnell mal ist ein Abonnement abgeschlossen und man bezahlt dann. Schnell mal weiß man gar nicht, für was bezahle ich jetzt oder was ist jetzt gratis. Oder man denkt, etwas ist gratis, aber es ist gar nicht gratis. Also ganz wichtig für alle, dass wir uns hier zurechtfinden. Es wurde vorher, ich habe nicht, Entschuldigung, nicht ganz alles zugehört in der letzten Stunde, aber ich habe mal etwas gehört von der Wertschöpfungskette, die sich verändert. Ist auch bei uns ein Thema, also im Studium natürlich, vom Innovationsmanagement. Wir haben nicht mehr das typische, ja, Rohstoffbeschaffung und dann Verarbeitung, Verkauf und After Sales und so weiter, wie auch immer Ihre Wertschöpfungskette aussieht. Die Wertschöpfungskette einer Plattform funktioniert eben anders. Die ursprüngliche oder die Pipeline-Wertschöpfungskette, die existiert weiterhin. Aber die ist einfach im Kern der Plattform schon erhalten. Also die Plattform macht etwas ganz anderes. Was tut sie denn? Irgendwie tut sie wie gar nichts, oder?
oder eben auch schon. Wir haben hier ein schönes Sinnbild zwischen Anbietern und Kunden, steht eben diese Plattform. Sie schafft tiefere Preise, mehr Nachfrage, bessere Angebote, mehr Abdeckung und mehr Transaktion. Ja, wie macht die das? So durch Zauberhand? Oder wie funktioniert das? Vielleicht das kennen wir zum Beispiel Airbnb, größtes Gast vom Hotelgewerbe, Entschuldigung, fällt mir das Wort nicht in den. Größter Anbieter, besitzt aber kein einziges Hotel. Wie funktioniert das? Was machen die überhaupt? Die schaffen doch gar keinen Wert. Doch, das schaffen sie eben durch das, dass sie diese Plattform oder eben diesen Marktplatz digitalisiert haben. Und die tieferen Preise entstehen dadurch, dass sie als User auf dieser Plattform besser vergleichen können. Es gab schon vorher Vergleichsportale und auch Anbieter, aber bei Airbnb, bei der neuen Art, ist halt alles viel offener. Jeder kann dort anbieten, wenn er möchte, dass jemand bei ihm übernachten kann. Jeder kann auf alles zugreifen und sich frei auf dieser Plattform oder auf diesem Marktplatz bewegen. Wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Ein Pipeline-Unternehmen. Was ist ein Pipeline-Unternehmen? Das ist eine lineare Wertschöpfungskette. Die geht eben, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, von der Rohstoffbeschaffung bis zum After-Sales einfach gerade durch. Man hat das Produkt im Zentrum, man kennt die anderen User auch nicht, man lässt sich irgendwie von der Werbung beeinflussen oder man schaut Werbung, denkt, sieht etwas neu, dann schaut man, wo kann ich das kaufen. Man weiß nicht überall wo, sondern der sich am stärksten bewirbt, dort finde ich das. Die Plattformtechnologie, die revolutioniert jetzt das Ganze, oder? Nicht mehr einfach der Präsenteste oder der, wo jetzt da gerade einen Standortvorteil hat, etc., kann Kunden generieren, sondern die Plattform bringt eben Inhalt, den Content, mit den Usern zusammen und zwar auf einem neu geschaffenen Marktplatz. Sie brauchen kein Ladenlokal, sie müssen nicht irgendwo hinreisen und dort vergleichen und dort, sondern sie haben einen neuen Marktplatz. Und ja, kann das ein Vorteil sein oder ein Nachteil? Wird natürlich, Entschuldigung, zuerst noch mal kurz zu dem Marktplatz. Ich finde diese Darstellung noch toll. Wir haben 1:1 Beziehungen, wenn wir halt da, das sind unsere langjährigen Geschäftsbeziehungen, die wir auch halten sollten. Ist völlig klar, die brauchen wir nach wie vor, auch in der Zukunft. Wir haben das klassische Online-Shop-Modell. Da haben wir einen Anbieter, oder? Und die Kunden, die auf diese Seite kommen. Das Ganze geht natürlich auch von der Lieferantenseite. Aber jetzt viel interessanter, der Marktplatz bringt eine End-to-End-Beziehung. Er bringt also unendlich Anbieter und unendlich Nachfrager zusammen. Und so schafft er eben diesen Mehrwert in der Wertschöpfungskette, den es vorher nicht gegeben hat. Würde man so sagen können, ungefähr. Jetzt ist dieser Marktplatz offen oder geschlossen, hört man immer wieder diese Frage. Offen ist der Marktplatz, wenn man darin ist, wenn ich in einem Einkaufszentrum bin, dann kann ich einfach so direkt in den Laden gehen und dort etwas kaufen. Und muss dann nicht zuerst den Einkaufszentrumbesitzer wieder einen Franken reinwerfen oder bei Ihnen Euro, Entschuldigung, oder so. Und dann kriege ich Zugang zu dem Laden. Sondern ich kann mal in den Laden, mal in den. Ich kann auch mit dem Laden direkt verhandeln. Ja, das ist alles offen. Das Einzige, was eben dieser Marktplatz bietet, ist ein Platz. Ein Platz, wo wir uns treffen können. Das kann der Marktplatz-Owner natürlich auch anders machen und kann einfach sagen, du, kommt mal alle rein. Und wenn wir da drin sind, dann schauen wir mal, wie viel bezahlt wird. Das wäre dann geschlossen. Dann spielt er auch mit auf der Plattform.
alles eine Frage des Monetarisierungsgedankens, des Owners. Wir werden später noch einmal ein bisschen genauer darauf eingehen, was der für Möglichkeiten hat, überhaupt sich zu finanzieren. Werbung ist ja natürlich nach wie vor auch eine Variante. Provokativ, der Online-Job ist tot, es leben die digitalen Ökosysteme. Noch in Rot geschrieben. Online-Job klingt modern, ist tot. Okay. Na gut, was bedeutet das? Wenn Sie einen einzelnen Online-Job haben oder eben eine E-Mail, eine Internetseite, Entschuldigung, die haben Sie super gepflegt, die ist auch professionell super schön, da haben Sie Tausende von Franken ausgegeben, aber Sie sind eben eine Adresse. Gut, man kann sagen, durch Google-Optimierung absolut nichts dagegen einzuwenden, dann findet man Sie unter Umständen auch, wenn man sie sucht. Wenn Sie jetzt aber eben in den Ökosystemen teilnehmen oder eben nicht teilnehmen, je nachdem, ist der Trade-off, die Challenge, dann, das ist der große Unterschied. Ich finde den Punkt, wer kooperiert, wird künftig erfolgreich sein, wichtig. Möchte ich darauf eingehen. Was heißt kooperiert? Eine Plattform oder ein Ökosystem ist nicht nur einfach ein Konsumgut. Sie können da nicht einfach, das ist ein komplexes Gebilde im Hintergrund. Wir schauen das jetzt nicht so wahnsinnig jedes Detail an. Ich möchte Ihnen nur kurz sagen, oder? Eine Plattform hat verschiedene Seiten. Und wenn Sie als Unternehmen, oder genau als Unternehmen, sich mit dem Gedanken der Digitalisierung befassen müssen, dann können Sie sich überlegen, dann müssen Sie immer das Big Picture, möchte ich hier ein bisschen mitgeben, wo es gibt verschiedene Seiten. Es gibt Produzenten, es gibt Konsumenten, die sich finden, dann gibt es den Anbieter oder den Owner und eben auch Partner. Also Sie können ja auch versuchen, wie kann ich die Plattform unterstützen. Wir haben das mal ganz kurz angeschaut im Zusammenhang mit Interim Manager. Wir haben Anbieter, also Dienstleistungen anbieten auf der Plattform. Das wäre dann der Interim Manager in Ihrem Fall. Unternehmen, welche Interim Manager suchen, sind ja die User, also die Konsumenten auf der Plattform. United Interim ist jetzt an der heutigen Stelle der Plattform Owner. Sie bietet das an, die schaut, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Und es gibt eben auch wichtige Partner, zum Beispiel eben Rechtsdienste, Videoproduzenten etc. etc. Sie kennen sich da besser aus als ich. Das nur als Bild, was da alles wirklich dahinter steckt. Habe vorher gesagt, wegen der Monetarisierung, finde ich auch noch wichtig, dass man einfach auch als Konsument ein bisschen durchschaut und sieht, ja, es gibt halt einfach verschiedene Arten und Weisen, wie ich bezahle. Bezahlen tue ich immer. Wie ich bezahle. Und ich kann entweder jede Transaktion bezahlen, ich kann für einen stärkeren Auftritt bezahlen irgendwo, bei einer besseren Darstellung oder überhaupt den Zugang zum Marktplatz. Dafür ist nachher alles gratis. Oder ich kann bezahlen, dass die irgendwie mich für die Kuration bezahlt wird. Sie müssen sich überlegen, wie möchte ich bezahlen, was bringt mir schlussendlich am meisten. Das ist individuell. Aber es ist versprochen, Netzwerkeffekt. Wow, toll. He? Da kann man jetzt viel damit anfangen, mit dieser trockenen Theorie, C2 hoch N und so weiter. Das sind rechnerisch gesehen Netzwerkeffekte. Da kann man sagen, ja, es gibt die drei verschiedenen Theorien und so weiter. Ich möchte gar nicht darauf eingehen. Was heute wichtig ist, oder ist, dass dieses Netzwerk, man sagt halt schlussendlich, dass wenn ein Netzwerk entsteht und zusätzliche User dazukommen, dass der zusätzliche Wert der zusätzlichen User exponentiell ansteigt. Die Grenzwerte steigen exponentiell. Es gibt grundsätzlich wichtige Punkte dazu zu sagen. Wir haben einerseits den Faktor Qualität, den wir in der digitalen Welt nicht vernachlässigen dürfen, weil nur Menge und einfach nur überall dabei sein oder nur Zahlen spielen, nützen noch nicht immer viel.
sondern auch die Qualität muss natürlich stimmen. Auch hierzu später noch ein bisschen mehr. Qualität ist sehr wichtig, aber was bedeutet überhaupt Qualität in der digitalen Welt? Das ist vielleicht nicht mehr so diese Langlebigkeit wie früher. Früher hat man gesagt, ja, du, eine gute Qualität, das kannst du 20 Jahre behalten. Das hat schon meine Großmutter gehabt. Das ist dann, heute natürlich anders. Und Qualität bedeutet starke Auftritte, gute Kontakte, was auch immer, gute Security und so weiter. Wir haben direkte und indirekte Netzwerkeffekte. Was das bedeutet ist, ein direkter Netzwerkeffekt ist, wenn Sie in Ihrem Netzwerk einfach möglichst viele Leute haben. Ihr Netzwerk wäre jetzt zum Beispiel United Interim, da müsste dann einfach so viele wie möglich Player oder so viele wie möglich Anbieter und Nachfrager auf der Seite sein, damit Netzwerkeffekte entstehen. Direkte. Die indirekten Netzwerkeffekte, die schaffen Sie jetzt in Ihrem Fall darin, dass diese Plattform, eben United Interim, verbindbar ist oder verbunden werden kann mit anderen Plattformen. Also nicht nur das, was im Netzwerk selber ist, sondern dass dieses Netzwerk mit anderen Netzwerken wiederum verbunden werden kann. Und je mehr, dass diese Konnektivität da ist, desto mehr Nachfrager oder desto mehr Anbieter werden auch wieder auf die Grundplattform kommen. Oder dieser Traffic, der muss fließen. Traffic, Fluss, das ist, so, steht ein bisschen so im Zentrum des Ganzen. Direkte und indirekte Netzwerkeffekte. Hier noch einmal ein bisschen bildlich dargestellt. Aber hier noch ganz kurz. Okay, da schauen wir dann sonst nachher noch mal ein. Ich weiß gar nicht, ob es da an meiner Adresse geht. Noch eben direkte, indirekte, das noch einmal ein bisschen bildlich dargestellt. Nicht nur wer drauf ist, sondern auch kann ich da mit der Karte bezahlen, wie ist es mit anderen Netzwerken, kann das verbunden werden. So, in diesem Zusammenhang, Ihre Webseite, wo vorher angesprochen wurde, die ja durchaus gut professionell sein soll, ideologisch bedingt kann man auch sagen, ist heute nicht mehr so wichtig, aber dass sie eine haben schon, die muss halt jetzt einfach wie ein Hub funktionieren. Ein Hub funktioniert ja so, dass sie im Zentrum sind und dann eben die Verbindungsstelle sind zwischen den verschiedenen rundherum gelegenen verschiedenen Netzwerken. Wenn Sie das schaffen, dass diese Bahnen zwischen den Netzwerken durch Ihre Webseite durchgehen, sozusagen, dass immer wieder überall aufblinken, egal wo, auf jedem Netzwerk ist ja eben auch Ihre Webseite, dann sind Sie da ziemlich gut dran bei der Vermarktung. Und jetzt kommt es halt noch darauf an, ja, aber wie muss ich denn meine Webseite da drauf bringen oder wie bringe ich meinen Inhalt da drauf, und das Bild gefällt mir halt sehr gut in diesem Zusammenhang. Das Internet ist ein Zoo. Und die ideale Länge von allem, was Sie da machen möchten, ob Sie, also wenn Sie etwas verkaufen, bewerben möchten, ist genau so lange, bis Sie die Message, die Sie gebracht haben, die Sie rüberbringen möchten, bis diese drüben ist, nicht länger, keine Sekunde länger, weil der Konsument, der ist sehr schnell heute und der möchte nicht gelangweilt werden, der klickt weg. Kurz fassen, knapp, prägnant sein, Bilder, Videos, deshalb finde ich das auch gut. Es ist ein so schönes Bild, Sie haben mir zugehört, weil Sie die Tiere mögen oder auch sonst. Gut.
Jetzt kommen wir da langsam zu den letzten Punkten. Und zwar haben wir jetzt ganz viel darüber gesprochen. Ja, Digitalisierung ist wichtig, Plattform ist wichtig, Disruption des Marktes, von Branchen. Ja, was heißt es jetzt für, habe ich ein bisschen angeschaut, für die Interim-Manager. Und zwar dasselbe wie für alle anderen. Mehr oder weniger. Man kann immer sagen, die Theorie der Innovationstheorie ist sehr, sehr branchenabhängig, sehr, sehr individuell. Schlussendlich sickert immer doch wieder ein bisschen etwas durch. Also ist doch wieder überall ein bisschen ähnlich, weil Sichtbarkeit auf dem Markt ist ja für einen Schokobon-Hersteller genauso wichtig wie für einen Interim-Manager. Sie können heute immer noch die traditionellen Kontakte pflegen und verkaufen, machen. Hören Sie nie auf mit dem, was Sie gemacht haben, aber fangen Sie halt einfach auch an, den Markt nicht zu unterschätzen, den Online-Markt oder die Plattformtechnologie. Sie ist eine Infrastruktur, wie wir vorher gesagt haben. Ich weiß nicht, ob es da Leute aus der Schweiz sind, aber ich habe hier das Glattzentrum, ist eines der berühmtesten Einkaufszentren in der Schweiz. Wahrscheinlich nicht so groß wie die Deutschland, Österreich, das ist da alles ein bisschen größer dann noch. Aber das ist einfach, das Glattzentrum ist auch eine starke Infrastruktur, die verlangen halt auch Preise da, dass man da rein darf. Aber da hat man Traffic, da hat man Kunden. Also wenn ich nur schon einen Kilometer weiter Richtung Osten gehe, dann ist halt einfach kein Kunde da. Ich brauche also eine Struktur und das bieten Plattformen heute. Wie kann man in einer digitalen Welt glaubwürdig sein? Sie können, man sagt immer, das Internet, das schreibt alles, oder? Also Sie können, was Sie wollen, können Sie ins Internet schreiben. Jetzt müssten Sie halt natürlich irgendwie schauen. Ich konnte ja schreiben im Internet, ja, ich habe einen Doktortitel in Philosophie. Kann ich reinschreiben, oder? Es kommt einfach darauf an, ja, wenn ich jetzt eine Person mit Doktortitel in Philosophie suche, ja, wie suche ich den, wie glaube ich denn dem? Und da kommt eben diese Kuration ins Spiel. Ab einem gewissen Betrag, den man investiert, möchte man natürlich auch eine gewisse Sicherheit haben. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Institute da sind. Sie sparen natürlich Kosten, ist auch klar, weil man ihnen hilft bei der Vermarktung etc. Sie haben eben diese Infrastruktur. Sie sparen Zeit, da sie nicht selber viel weniger machen müssen, müssen aber nicht nichts machen, weil ihre haben es vorher gesagt. Wichtig ist die Qualität, die wir reinbringen in die Daten, in das Netzwerk. Da möchte ich eigentlich noch eine ganz kurze Sache sagen. Wir sind dann gleich beim Ende. In 2 Minuten, eigentlich schon seit 3 Minuten, habe ich da ein bisschen verkalkuliert. Was heißt Qualität im Zusammenhang mit diesen Daten und Netzwerk? Qualität heißt laufend Veränderungen, das heißt Bewegung, 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 Bewegung. Was für Bewegungen? Eigentlich so wichtig ist das gar nicht, ob Sie Texte posten, Videos oder Bilder. Natürlich gerne gesehen Bilder und Videos, das sind Eye-Catcher, da klicken die Leute mal viel eher drauf. Ah, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen oder so. Aber auch wenn Sie keine Videos machen können, Videos sind natürlich noch besser als Bilder, aber auch wenn das nicht klappt, dann schauen Sie halt sonst. Oder wenn Sie keine Zeit haben, selber Content zu machen, dann liken Sie andere, dann kommen Sie auch wieder auf die Bildschirmfläche. Bewegung ist wichtig, weil wenn Sie Leute haben, die nur Voyeure sind, dann bringt das nicht so viel. Sie müssen Bewegung erschaffen. Gut, das war jetzt ein Punkt, den ich kurz vergessen habe. Die Konnektivität mit anderen offenen Plattformen haben wir, glaube ich, genügend besprochen. Nun am Schluss noch nicht nur Unternehmen, sondern auch Interim-Manager als Unternehmen müssen in der digitalen Welt agieren, um überlebensfähig zu sein. Okay, völlig klar. Ist ein Punkt, den haben wir jetzt zu Genüge betont. Mut zur Veränderung, bleibt mir nichts anderes übrig. Wir haben jetzt Zeit für Fragen. Das ist die letzte Botschaft, die ich da reingeben will. Sie haben gesehen, oder ich glaube, man merkt es, oder? Die neuen Tools, diese Plattformen, die schaffen Chancen für alle.
Es ist nicht schwierig, es macht auch nichts, wenn man mal einen Fehler macht. Einfach probieren, dabei bleiben, bewegen, 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 weil Stillstehen funktioniert sehr, sehr schlecht. Gut. Ich schaue jetzt doch noch mal ganz kurz zuallererst auf diesen, das war noch den beim Herrn Becker. Dann veröffentlicht in der neuen West. Ist das etwas, was ich anschauen muss? Ich glaube es eben nicht. Hä? Der Kreativen. Sehr schön, vielen Dank. Bewegung mit guter inhaltlichen Qualität, absolut. Also ich habe das mit der Bewegung, und ich habe das schon so gemeint, dass auch die Qualität wirklich stimmen soll. Was ich einfach reinbringen wollte in dieser Bewegungsgeschichte ist, es gibt so dieses, ich denke, das kennen Sie alle, diese Lean-Theorien momentan, oder? Dieses iterative Testen und Machen. Qualität ja, aber nicht zu lange an etwas rumarbeiten, weil man denkt, ja, die Qualität, die muss ja stimmen. Ich muss ja jetzt zuerst perfekt werden, damit ich dann online auftreten kann. Man muss, also es gibt gewisse Theorien, die sagen, dass man heute einfach schneller raus muss, schneller quasi wie Prototypen an den Markt bringen. Schnell raus, aber selbstverständlich Qualität versuchen, so gut wie möglich. Und natürlich, Sie haben ja jetzt hier ein tolles Beispiel. Sie sind ein starkes Netzwerk, Sie haben diese, war ja heute auch so ein Thema, Sie haben ja Support, Sie haben ja in Ihrem Netzwerk hier, haben Sie Unterstützer, die Sie da genau, Videoproduzenten, Rechtsdienste etc. Also Sie haben, glaube ich, hier in diesem United Interim Netzwerk Hilfestellungen, die Ihnen helfen können, die Qualität höher zu halten, und zwar eben schnell. Schnell ist wichtig. Selber könnten Sie vielleicht auch irgendwann mal irgendetwas produzieren können, aber die Geschwindigkeit ist heute ein sehr wichtiges Thema, weil wenn Sie eine Woche brauchen, um ein Video, oder ich weiß auch nicht, einen Monat brauchen, um ein Video herzustellen oder einen Inhalt herzustellen, und dann bis nach diesem Monat haben schon 100 andere diesen Inhalt thematisiert, dann bringt Ihnen diese Qualität auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber ich möchte hier nur noch mal sagen, mein Input hier war nicht die klassische Wirtschaftstheorie, so ist es. Ich sage nur, man kann heute, wir sind agil, wir können nur Ideen bringen. So können Sie es machen. Versuchen Sie den Ansatz oder versuchen Sie den, aber entscheiden müssen Sie natürlich selber. Ihre Entscheidung. So, wieso? Moment, das ist wahrscheinlich. Telefon, Kunden. Wieso werden noch Webauftritte empfohlen, wenn es schon Plattformen wie. Ah, sehr schön. Können Sie sich erinnern an diesen? Ich finde das so ein tolles Beispiel. An diesen Social Hub. Natürlich ist es toll, wenn Sie United Interim haben. Das ist super. Aber das reicht halt eben, oder das können Sie noch pushen, dadurch, dass Sie selber auch einen Auftritt haben, dass man selber Sie ja über andere Plattformen findet und Sie auch wieder, wenn jemand Sie auf dieser Plattform findet, kann der ja über andere Plattformen auch noch wiedersehen, wie Sie vernetzt sind, etc. etc. Und das sind eben diese Netzwerkeffekte, nicht nur ein Netzwerk benutzen, sondern halt verschiedene.
Der Herr Schappert hat natürlich grundsätzlich in der weiten Sicht, kann man sagen, wird es, oder das ist ja ein bisschen die Gefahr, weil die Digitalisierung oder Plattformtechnologie, wie alle Technologien, hat Chancen und Gefahren. Und die Gefahr ist da schon ein bisschen, dass jemand sich dann durchsetzen kann und den Markt besitzt, oder? Und dann macht es schon, dann können Sie dann schon sagen, ja, dann macht es keinen Sinn mehr, dann muss ich auf diese Plattform. Da haben wir aber dieses Monopolistenproblem, das dann auftritt, und das möchten wir ja alle nicht. Deshalb gibt es, oder wird sehr viel daran gesetzt, auch in Zukunft, dass es verschiedene Plattformen, Netzwerke etc. etc. geben wird. Und wichtig ist, dass diese zusammenspielen und dass auch Sie Ihren Platz darin finden. So, Entschuldigung, ich bin da schon eine Minute über das Programm. Sie dürfen mich auch gerne unterbrechen jetzt hier. He? Ja, das tue ich auch, Herr Steinmann. Also ganz herzlichen Dank. Ich denke, Sie haben ja auch Dinge angesprochen, die nachher auch in den Workshops vertieft werden. Wir sind ja auch der Ansicht, dass alles seinen Platz hat. Sogar diese analogen Themen, die persönlichen Kontakte haben ihren Platz. Dafür macht ja der Kurt Schädler auch einen Workshop. Und diese Konnektivität, diese Verbindung, die Sie angesprochen haben, kommt ja auch in anderen Workshops zur Sprache. Also ganz herzlichen Dank für diesen Grundlagenvortrag von Hochschulseite. Also Herr Steinmann, die Daumen gehen überall hoch. Einen herzlichen Dank an Sie. Und Sie sind ja auch nachher in der Expertenrunde ja auch noch mit dabei, die wir dann in 5 Minuten starten.